Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio Holleri Hollero. Ne, wir haben noch immer unser großes und lustiges Problem namens es gibt nicht genügend Eisen. Da wollen wir mal heute gucken, woran dieses lustige Problem liegt. Wir stellen wir schon die schwarzen, nee, die machen wir noch gar nicht. Ist auch egal. Aber wir brauchen Eisen. Ohne Eisen läuft hier eh nichts. Woran liegt es, dass wir kein Eisen haben? Na, das liegt daran, dass wir zu wenig Eisenerz fördern. Ich habe doch letzte Folge schon Eisenerz ausgebaut wie Sau. Was soll denn das? Ich fühle mich hier etwas veralbert, oder? Wie viel Eisenerz soll ich denn hier noch abfördern, bis das hier fluppt? Na, das kann doch nicht mal wahr sein. Hier. So, Band ist da. Band. Saft. Fertig. Kann ich noch einen? Ja, mach mal, komm, mach mal alles, was geht. Alles, was geht. Ne, alles, was geht hier. So, bam. Und bam. Saft hin. Ja, wunderbar. Und damit soll es doch jetzt langsam hier mal ein bisschen mehr Erz bekommen, oder? Kriegen die jetzt wieder hinten mehr Erz? Ja. Ja. Es wird. Langsam wird's. Noch eins bei Erzförderer. Sollte schon passen. Was fehlt? Eisenplatten fehlen. Na, das ist ja super. Ne? Bauen wir mal nochmal drei Erzförderer. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier mal so kurz kappen soll. Mach mal. Ist egal. Komm. Hau mal weg hier. Machen wir mal einen kurzen Cut. Soll mal voll laufen. Wenn ich da mal kurz ein bisschen stoppe, ist egal. Weil ich möchte wissen, ob das besser so klappt, ne? Das so besser funktioniert. Solange ich hier baue, kann das ruhig mal ein bisschen stehen, ne? Sonst haben wir ja noch später eine Überproduktion. Nee, ist ja ganz gefährlich. Jetzt stell mal vor, wir produzieren zu viel Erz. So, jetzt. Ah, voila. Dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. So, wir fahren mal mit. Um zu gucken, ob genügend jetzt ankommt. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hoppla. Wie viel kommt denn hinten an? Ach du Scheiße, ist das wenig. Ah, krass. So, der wird jetzt auch wegsortiert. Nee. Seht ihr das? Guck mal, da ist das letzte Stück Eisen. Und da kommt es. Ach du Scheiße, ist das wenig. Doch jetzt läuft es lang. Ja, jetzt kommt es langsam. Hier wird viel wegsortiert. Okay, verstehe. Aha. Schön viel wegsortieren. Sehr, sehr gut. Aber wie wir sehen. Doch, jetzt läuft's.
Ich finde es trotzdem noch immer heftig. Wenn du mal so überlegst, wie viel wir hier aktuell wegschlucken. Na, wie wenig da hinten eigentlich ankommt. Hier aufs Puffer. Wie viel wir hier eigentlich aufpuffern, das ist schon Hammer. Da muss man natürlich überlegen, wie man das jetzt aufrüsten möchte. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Unsere Eisenplattenversorgung ist nicht das, was wir möchten. Das ist viel zu wenig. Aber wirklich viel zu wenig. Wir haben aber mittlerweile hier hinten genügend. Da. Musste mal ganz kurz die Nase niesen. Ich glaube, ich bin krank. Aber das hält uns ja nicht ab, hier drei Schmelzen zu bauen. Haben wir noch alte Robis? Ja, wir besitzen noch alte, schöne alte Robis. So, dann wollen wir mal drei neue Öfen montieren. Ne? Drei moderne Öfen. So, dann einmal bitte. Mal abreißen. Hat der sich verbaut, der Tigo? Zack! So. Hoppla. Der T gedrückt. T wie Tigo. Bau mal ab hier den Dreck. So ist schon besser. Einladen, einladen, einladen. Das sind die schnellen. So, wo sind die Verbindungs... warum treffe ich heute die Taste nicht? So, damit sollte es klappen. So, jetzt müssen wir gucken. Sind drei Öfen mehr. Sollte doch rein theoretisch reichen, oder? Boah, eigentlich ist das Band fast voll. Auf der einen Seite. Ja. Aber mal gucken, ob es jetzt unten auch genügend Platten ankommen. Wir haben noch immer gut Strom, deswegen würde ich jetzt unbedingt mal gerne was Neues bauen. Nämlich, wir können das hier schon bauen. Das auch. Das ist natürlich. Eieiei, so viel Beton. Das wird auch nochmal eine Mammutsaufgabe. Aber was ich gucken wollte, ist, dass ob ich das bauen kann. Genau. So, dann werden wir mal da hinten hinlatschen. Wir haben einen Stau, Gott sei Dank. Wir haben die Eisenproduktion so angekurbelt, dass es jetzt funzt. Sehr schön. So. Jetzt kann ich rein theoretisch nicht. Da hinten bin. Ja. Sekunde, du musst mal kurz das Kabel richten. Wenn ich jetzt hier hinten stehe, ne, mal so ein bisschen prüfe, ob das alles noch besäftet wird, kann ich dann auf der Map gucken. Ist eigentlich mein Zug. Da ist er. Na gut, das sehe ich nicht aktuell. Aber das ist ja auch völlig egal. Ne? So, was brauche ich hier für Eisenplatten? Na, das ist kein Thema. Aktuell zumindest. Da kann ich mal ruhig so einen mir gönnen. Ne?
Gönnung. Weil das Schöne ist, so sieht man natürlich super. Gut, hier hinten sieht man fast gar nichts. Schade. Luftfahrt beendet. Sehr schön. Wie viel kostet das? 150? Okay, aber machen wir erstmal Robotik. Sehr schön. Stockduster wieder hier stellenweise. Kohle ist reichlich, aber wir wollen jetzt wieder zu unserer Express Lane. Die ist ja die schnellste aktuell. Wollen wir mal gucken. Das hier klappt. Ne, das klappt eigentlich nicht so richtig. Sekunde. Ich muss mal ganz kurz genau einen langen. Wir bauen mal kurz hier die Greifarmfertigung aus. Weil die wird ja doch halbwegs viel jetzt benötigt. Ne? Natürlich mit der modernen Stromversorgungstechnik. Einladen, einladen, ausladen. Schiff rechts, Schiff links, sehr schön. So. Was ist hier mit der? Die sind zu langsam, gut. Jetzt sind die zu langsam. Probier mal den oberen so komplett auf modern zu stellen. Das ist Schwachsinn. Der kann auch auf so. So ist ja doch, so funktioniert das. So ist das schön. Ja, hallo, ist doch schön, ne? Krass, ich habe eine richtige rote Flaschenproduktion Überschuss. Das ist gut, das ist richtig gut. So, funktioniert das? Nee. Ja, super. Ja, super. Das habe ich mir ja schon mal super zugebaut, aber da kann ich für nichts. Dafür kann ich nichts, denn hier ist das Erzvorkommen. Rein theoretisch, ja. Kann ich 4 Flaschen. Heute ist natürlich wieder richtig heiß. Bei mir sind gerade 29 Grad, wo ich hier hock und vor euch aufnehme. Ja, ist ja richtig angenehm. So, wir produzieren schon Granaticus. Granaticus ist schon in Produktion. Dann brauchen wir Geschütztürme. Eisenzahn und Kupfer. So, wo ist es? Pi mal Daumen. Ja, passt so. Passt halbwegs. Hoppla. So. Schnell weg. Das war nicht so geplant. So, ich brauche da wohl noch ein paar Unterführungen. Die werden wir mal ganz kurz produzieren.
So, dann kommen da die Zahnräder. Was fehlt? Eisenplatten. Kein Thema. So, bau mal. Bisschen pronto, wenn ich bin darf. Wunderbar, wunderbar, wunderbärtchen. So, dann wollen wir mal ein bisschen runter. Da waren auch schon unsere Tunnelteile weggesloffen. Willst mich verarschen? Ich brauche noch immer mehr. Ach du Scheiße, ist das mittlerweile. Eisenplatten würde ich. So, das sollte reichen für mal ein paar Tunnler. So. Zurück zum Eisen. Zahnräder. Tunneln. Oh, Robotik. Ja, das ist ja super, ist das. Da kommen dann direkt hier die geilen. Hier die. Ist das schön. Guck mal. Das sieht doch richtig schön aus, oder? Hier die neuen Roboter. So, ich brauche auch noch Kupfer. Kupfer. Wo ist die Kupferband? Hier. So. Ah, warum drücke ich heute immer T statt R? Ich habe immer diese T-Schwäche. Natürlich will ich eigentlich immer nur heimlich nachgucken. So, damit wäre das hier. Fließbänder eigentlich bräuchte ich auch noch ein paar. So. Ach du Scheiße, ich glaube, ich hole mal ganz kurz Fließbänder. In der Zeit kann ich gucken, ob ich das herstellen kann. Jawohl. Fließbänder sind hier, die hole ich mal ein bisschen. Perfekt, was brauche ich noch? Einen langen. Vielen Eisenplatten. Lauf mal wieder hoch, holen uns mal ein bisschen davon. Ein bisschen davon, das sollte reichen. Einen langen. Ach komm, machen wir schon mal zwei. Einla. Nee, das hat keinen Zweck. Na, nehmen wir direkt hier die neun. Das hat sonst keinen Zweck. Solche lahmarschigen Dinger haben keinen Zweck. Sehr schön. Du baust Geschütztürme, die dann hier abgelegt werden. Geil, ne? Ist natürlich wieder hier ganz hell für euch. Ich sehe das doch. Siehst wohl. Kann man mir nicht vorwerfen, dass ich hier nichts für euch tue. Dass ihr immer im Dunkeln tappen müsst. Nee. Gut. Wie sieht das mit der Umweltverseuchung aus? Lustigerweise noch immer kein Nest erreicht. Das ist sehr angenehm. Hier auch nicht, sehr schön. So. 1, 2, 3. Es wäre ganz schön, wenn es etwas schneller geht. So. Zack. So. Immer diese selben Fehler von mir. Aber ihr seid es ja Gott sei Dank schon gewöhnt.
So. Perfekt. Dankeschön, Bauroboter. Was jetzt? Komm. Oder? Ja. Mache mal. Das erste Mal irgendwas mit Blauem erforschen. So. Kupfer fehlt. Was ist das denn? Seit wann fehlt mir Kupfer? Ich habe nie die Kupferprobleme. Nehmen wir trotzdem ein bisschen Eisen mit, wenn wir gerade hier oben sind. Hier ist einseitig nur belegt. Sieht super aus. So, bauen wir mal ein. Maschinchen. Ach du Kacke. Was habe ich mir jetzt hier gerade eingebrockt? Ach du Kacke. Tee drücken, nicht Tee. Nix Tee. So. Saft ist da. Du machst schwarze Flaschen, bitte. So, du lädst aus nach hier oben. Und hier wird dann dann untertunnelt. Und damit sind die Tunnelungen weg. Bauen wir mal fünf neue. Wir haben es gleich. Gleich haben wir es. Ich habe keine Fließbänder, ich werde bekloppt. Das geht schön so, wenn man auf dem Band läuft, dabei baut. Geht das sehr schön schnell. Wie? Was soll das denn? Muss ich jetzt hier wirklich das ganze Band einmal langlaufen für Fließbänder? Sehr toll, sehr, sehr lecker. Ich habe ja das hier schon mal vorbereitet vor Jahren. Da war ja was. Da war ich ganz schlau zu dem Zeitpunkt. Ne, da habe ich ja schon Unterführung vorbereitet dafür. Für diesen Falle. Weil ich ja wusste zu diesem Zeitpunkt. Ne. So. Damit wird das gegessen. Fließbänder besitze ich auch noch. Damit wären die schwarzen Flaschen auch angeschlossen. Ja. Krass, ey. Gut, es liegt noch immer an den Förderern. Aber die produziert nicht durchgehend. Das ist richtig problematisch. Guck mal. Ich gebe mal ein bisschen Nachschlag. Ne? Wir wollen ja das ein bisschen produzieren. Ne, zumindest ein bisschen.
Ein bisschen. Ist auch schon. Oh, ist eine 30-Minuten-Folge raus geworden. Na, dann verabschiede ich mich lieber für diese Folge. Wünsche euch noch einen so wunderschönen Tag. Schönen Herbst. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Könnte Herbst schon sein. Ne? Oder noch einen schönen restlichen. Nicht Herbst. Spätsommer. Noch einen schönen Spätsommer. Wir gucken, aber ich gehe noch mal ganz kurz zu meinen hier gucken. Und da siehste Wolle. Dass die Produktionen viel zu langsam sind. Komm, wir wollen ja nicht so sein. Wir gönnen den mal eine neue Produktion. Stufe, ne? Die soll ja ein bisschen schneller jetzt gerödelt werden. Na, es soll ja ein bisschen schneller vom Stand gehen. Ein bisschen pronto. So. Was fehlte? Eisenplatten, ne? Ja, genau. So, mal gucken, ob das jetzt durch die Erweiterung noch klappt. So, passt das? Ist viel zu wenig. Na gut, die Elektrizität ist auch noch so, noch, auch nur noch so, lala. Ne? Auch nur noch la 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 la. So. So. Wo werden denn viele Teile abgezwackt? Hier noch. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. So, damit wäre das erstmal vorbei. Mit den roten Bändern. Aber ich wäre nicht der Tio, wenn ich nicht wüsste, dass ich noch rote Bänder habe. So, nehmen wir mal ordentliche Kaliber mit. Kann ich eigentlich roten Splitter bauen? Nee, da fehlen mir Zahnräder. Wie hätte es auch anders sein sollen. Ne? So, der splittert da noch. So. Das sollte es gewesen sein, ne? Ja. Drei Maschinen. Zwei rote Fließbänder jetzt schon. Damit sollten doch die Zahnräder bald mal der Kampf angesagt sein, ne? Damit es hier auch noch schnellere Versorgung gibt, geben wir hier Gas. Guck mal. Jetzt sind vier Zahnrädermacher. Ne? Vier Zahnräder bauen. Vier Zahnrädermaschinen bauen jetzt gleichzeitig. Ununterbrochen. Das sollte doch eigentlich reichen, oder? Um den Zahnradbedarf zu decken. Hier hinten. Es kommt deutlich mehr an, sagen wir mal so. Na gut. Die Stapelgreifarme sind natürlich ein zahnradfressendes System, ne? Aber wenn die fertig sind, wie viel brauchen die? Boah, die brauchen 15 Zahnräder. Ja, ich sehe das natürlich, dass das viel Zahnräder bedarf. Aber irgendwann werden die fertig sein, ne? Und dann klappt das auch. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich wünsche noch einen schönen Tag und miau.